Howdy, Partner. Hi. Neu, ne? Das war was Neues. Howdy, Partner. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind wieder bei unserem kleinen Driftprojekt. Er steht da gerade. Das Auto sieht jetzt wirklich nicht doppelt so lang, aber sieht deutlich länger aus als vorher durch die Tieferlegung. Die Räder, die der Cremo und auch der Jay falsch bestellt haben, die 5 Monate Lochkreisräder sind noch nicht da. Somit haben wir uns überlegt, das ist hier ein Boxermotor und wir gucken mal, ob wir auf einem einigermaßen coolen Weg Sound aus diesem Auto rauskriegen. Genau. Sound und dann auch noch ein bisschen Body, weil ich finde, dass er vorne rum und in der Seite und im Heckbereich so ein bisschen dünner aussieht. Mhm. Schick, aber dünner. Das heißt, wir werden heute einmal ausfahren, gucken, ob das Ding auch ein bisschen brüllt. Wir haben eine wirklich geile Miltec-Anlage, die draufkommt. Und ein Bodykit, wo ich echt platt war. Das ganze Bodykit für das Auto ist in diesen Kartons drin. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Gut verpackt, würde ich sagen. Oder Lego. See you on the other side, boys! Das heißt, hier wird alles drin sein, was an dieses Auto rankommen soll. Lippe, Hecklippe, müsste das sein. Das machen wir schon mal raus. Ist aber groß. Ah. Aber jetzt die Frage, was machen wir damit farblich? Weil ich hätte gedacht, das wäre ähnlich vom Farbton zu dem anderen Kunststoff. Mhm. Das ist es ja nicht ganz. Oder in Wagenfarbe vielleicht sogar. Wir haben hier diesen ganz krassen Schwung von dem Seitenschweller, ne, der ja schon tief reingeht. Ne? Ja. Und der kommt weit raus. Dieses Teil macht jetzt so. Das sieht geil aus. Schön. Das sieht wirklich gut aus. Das sind auch alles Original-GR-Teile, ne, früher ja TRD. Mhm. Also J-Sport. Das kann man ganz normal bei Toyota bestellen. Sieht auch, das wäre in Weiß nicht so geil. Das ist schon gut, dass das schwarz ist. Wie findest du denn das Material? Stört dich das Material von der Oberfläche? Also nur, wenn man genau hinguckt, finde ich das ein bisschen, ja, billig. Also. Von der Oberfläche, ne? Ja. Das ist ja auch eigentlich gedacht zum Lackieren. Das ist vorne und hinten. Vielleicht auch nur den, ne? Vielleicht mal so provisorisch einfach nur so ganz leicht ankleben alles mal, zum gucken, wie das wirken würde. Boah, passt genau, ich peile aber echt krass. Das Wort, oh, Digga! Das ist geil. Jesus Christ. Aber das sieht nice aus. Finde ich auch gut. Vor allem, wenn der tief ist, ne? Mhm. Und dann, weißt du, was wir machen? Wir fragen mal den Engin, ob er unser Schwarz matt foliert. Dann folieren wir das Stück hier mit Schwarzmatt. Ne? Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Oder vielleicht sogar das Ganze, also hier noch rein, ne? Dass wir das ganze Stück auch Schwarzmatt machen. In derselben Schwarzmatt-Farbton. Also wie das hier auch, meinst du, oder? Nee. Der nicht ganz. Nee, das nicht ganz. Aber dann haben wir nicht dieses Glanzzeug. Mhm. Boah, das gefällt mir echt gut. Ey. So, das ist unser wunderschöner Auspuff, der abbekommen ist. Ein riesengroßer, typischer japanischer Mitteltopf. Ne? Japanische Mitteltöpfe sind wirklich fast alle so gefertigt. Das ist so ein Ziehverfahren, ne? Da wird das geschrumpft. Du siehst hier, ist auch heiß vom Fahren. Ich habe erst gedacht, wäre kalt, aber das ist heiß. Wie das Rohr hier so zurückgearbeitet wird, weißt du? Ja. Weißt du was? Wie beim Töpfern, wird das so gezogen. Ja, genau. Ähnlich, sehr ähnlich, mit so Werkzeugen. Ja, ja. Und dadurch sparen sich natürlich auch Schweißnähte, ne? So, sollen wir anmachen? Ey, not bad, Alter. Aber auch eine geile Karte. Krasser Unterschied zu vorher. Also. Boah. Der Auslöser ab. Ja, ja. Das ist schon klar. Echt? Wow. 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 Beeindruckend. Nee, ist geil. Ich bin gerade sehr happy. Das wird richtig schön. Mhm. Nee, jetzt müssen wir lackieren lassen. Jo. Fettes. Nee.
Das ist so fett, ey. Ich bin so geflasht, wie fett das ist, ey. Das Schwarzglanz oder Waagefarbe willst du hier machen? Ich denke, ich würde... Ich würde den Schwarzglanz machen. Ja? Also. So, wenn wir den lackieren lassen müssen, können wir jetzt alles lackieren lassen. Ja. Ne, ist so. Ja. Meinst du Schwarzglanz oder Waagefarbe? Boah, Hexbrot, dann Waagefarbe wäre auch geil. Ja, aber das Schwarz sieht schon gut aus. Ich hätte es schon Schwarzglanz gemacht, ja. Ich freue mich gerade. Mhm. Weil das Auto sieht jetzt schon so aus und hat noch keine Räder drauf. Das wird dann die Kirsche auf dem Sahnetörtchen. Das sieht auch sehr gut aus. Armando, ja. Willst du den Hexboiler in Waagefarbe lackieren oder schwarz lassen? Passt unten zur Stoffstange, ne? Zu dem schwarzen Streifen, was er da hat. Ja. Nee, ich würde eher schwarz nehmen. Schwarz, ne? Hättest du noch mal dieses... Das? Ich finde das Teil etwas schwieriger, muss ich sagen, vom Design. Vielleicht montieren wir das auch. Das ist nämlich schon der Punkt. Das kommt hinten hin. Ob wir das überhaupt dran machen. Mhm. Herr Kubik, Sie müssen mitentscheiden. Wie finden Sie denn dieses Tuning-Teil, was der Herr Atmungsteil da so gerade dran hält? Ah. Das ist zu viel. Nimm mal nochmal weg, bitte. Nee. Mhm. Nee. Ja, schau, Nee. Nee, ich sag auch nicht. Cool, es ist schon sehr. Das ist nicht schlecht, das sieht schon cool aus. Das ist dezent cool, aber das ist so. Nee, komm, guck mal, da schwarz-böse, da oben schwarz-böse. Aber finden Sie diese kleinen Öffnungen nicht ein bisschen dolle? Und sie nehmen auch den Stance-Look von den Rädern weg, ne? Wenn wir da so ein bisschen Sturz haben, die Räder so rausgucken, wird das sich verstecken hinter diesem Spoiler, der kein Spoiler ist. Muss halt von der anderen Seite gucken. Nee, dann ist ja da der Schweller wieder. Aber das Auto gefällt mir gut. Würdest du jetzt dann alles schwarz-glanz machen? Das ist gerade der Punkt. Das würde ich dann auch ändern. Genau, dann müssen wir den nämlich auch irgendwie rausnehmen. Den schwarz-glanz, oh, also alles schwarz-glanz machen. Ja. Würde ich jetzt fühlen. Schwarz-glanz. Ja, weil es auch um die Scheinwerfer so ist, ne? Genau. Okay, dann machen wir das alles schwarz-glanz. Guck mal, der Mann ist gerade dran. Kannst du einmal den vorderen Schwellerteil dran halten? Weil ich weiß gar nicht, ob wir den montieren auch. Ja. Echt ja, gut. Ja. Machen wir weg. Dann hast du überall so viel und dann fehlt da was. Das Teil, was der Mann dran hat, sieht schon sehr cool aus an der Stelle. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nur der dran kommt. Einmal alles dran. Alles. Ja, aber hinten das nicht. Das hinten nicht, wie ich auch nicht. Das hier. Das ist dieses too much. Willst du machen? Das ist too much. Nein, guck mal, von hinten sieht auch so ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie so ein Seifenspender. Ein Seifenspender. Sollen wir die einmal vormontieren, alle? Gucken, ob es gut passt. Demontieren zum Lackierer. Und dann machen wir einmal Ausdruck jetzt. So, wir haben eine wunderschöne Miltec-Anlage. Und soweit ich weiß, kann man auch die über Toyota bestellen. Deutlich kleinerer Dämpfer, was geil ist, weil wir haben ja gerade gesagt, was da rauskommt. Ist auch so eine, längere gezogene Wurst. Genau, aber das ist halt klassisch, wie der Europäer das machen würde. Ja. Aber trotzdem ein Durchmesser schon mal klein. Und dann kommt die Sportskanone da dran. Das ist deutlich kleiner als das. Jo. Und dann konnte man sich nämlich verschiedene Endprobe aussuchen. Und da wir ja komplett JDM hier unterwegs sind, muss man welche Endrohre fahren? Aber was ist das Maximum? Doppelrohr? Nee, Rohrrohr. Ach so! Ja. Genau. Geil, ne? Boah, geil, Alter. Scheiße! Das wird richtig, richtig stark. Dann müssen wir das ja auch noch demontieren dann, ne? Weil wir den ja dann auch lackieren. Vater, ey. Schwarzglanz oder Waagefarbe willst du es machen? Schwarzglanz. Ja. Und alle sagen, puh, noch nicht mal Räder drauf. Ja, geil, ey. Geil. Aber das ist echt schön. Auch schön verarbeitet. Mhm. Auch der Übergang ist schön, ne? Du hast also hier ein gezogenes Rohr, was auch gleichzeitig dran geschweißt an das Rohr, was du dann draufsteckst. Sodass, wenn du reinguckst, siehst du es? Mhm. Dass du eine Fläche hast, ne? Du hast nicht diesen Übergang oder so ruppig, sondern das ist wirklich. Weil das montieren wir jetzt mal eben. Dann werden wir eben schnell eine Probefahrt machen mit dem Auspuff. Dann gehen die Sachen schnell zum Lackierer, werden lackiert. Der Regen kommt pünktlich raus. Wir sind also genau im Timing. Das ist also perfekt. Ja, wir warten ganz kurz. Schauen uns mal die Montage an. Ach, okay, kriegst du den Hinterleihe? Ich sehe ihn, oder? Wenn du willst kurz festhalten? Ja, ich will eben halten kurz, Ackens. Ist das mit so einem Spannring oder ist das mit Dichtung? Nee, mit dem Dichtung. Hast du die schon dazwischen, Ackens? Ja, die ist hier. Ah, da, die ist ein geiler die Typ. Passt nicht so geil. Wie das? Abschleifen vielleicht. Nein. Ackens? Was?
Ach, Gens, wir sind hier noch nicht im Wochenende, hast du verstanden? Ich bin immer Online-Chef. Guck mal, da kann sich ja jeder Polizist in Deutschland kann sich ja austoben. Guck dir mal diese Hülle und Fülle an Informationen an hier drauf. Der kommt ja um vor Zahlen. Ne? Zahlen machen den Prüfer glücklich. Ist so. Und guck mal, das Made in England kann ein bisschen für Komplikationen und Irritationen sorgen. Das will der Deutsche nämlich nicht. Made in England? Ah, oh, nicht gut. Also ich verspreche mir schon viel Sound, so wie das aussieht. Ich verspreche. Ich meine, man muss sagen, hier kommt bei den Driftaufnahmen, wir können jetzt verschiedene Szenen reinschneiden. Du hörst mechanischen Sound, du hörst den Motor, aber du hörst ja jetzt so, weißt du, so. Hallo? Halt die Fresse! Hallo? Hallo? Da kommt ja eigentlich keiner raus. Wie auch. Aber dafür, dass wir den erst so kurz gefahren sind, finde ich, haben wir richtig schön aufs Maul gegeben schon. Der ist ja wirklich gerade auf den Bulli gefahren, der Wagen. Und wir werden den jetzt nicht ganz festziehen, den Auspuff. Warum nicht? Weil der sich ja noch hinten hier richten muss. Akens, du bist der perfekte YouTuber, ich sag es dir. Weißt du, was wir eben machen? Wir machen mal jetzt an. Ich glaube, er hört sich nämlich jetzt noch besser an, weil so längere Dämpfer, das wird jetzt noch crispier sein, zwar ein bisschen bassiger, aber das wird jetzt schon mal sehr gut. Und dann müssen wir gucken, wie er drauf ist. Das hören wir jetzt einmal im Mittelschritt. Ich habe wirklich Hoffnung in dich. Das ist schon mal gut. Ich hatte nämlich gerade etwas Sorge. Ich habe ja früher sehr viele Abgasanlagen selbst zusammengebaut oder geschweißt, dass wir hier mittig reingehen mit so einem Verteilerrohr. Das heißt, die Abgase müssten sich hier in so einem Absorberrohr den Weg selbst suchen nach rechts und links in die Abgänge. Das ist aber nicht der Fall, sondern das Absorberrohr ist ein Y-Stück, was sich direkt in Laufrichtung schon verteilt. Das spricht dafür, dass der Flow sehr gut ist. Zum Beispiel viele Golf 5 Sportabgasanlagen sind so aufgebaut. Das stößt so gerade rein und dann müssen die Abgase wirklich durch dieses Lochrohr, ah, wo geht's lang, ah, da hier geht's raus, ihren Weg suchen. Hier ist es geführt. Wir versuchen mal eben der Lampe so rein zu leuchten. Da siehst du, dass es so einen Schwung nach unten macht. Jo. Und da geht es schon Richtung Eingangsrohr, ne? Hier in die Richtung von dem hier. Das heißt, wird zwar natürlich leiser werden, klar, auch deutlich, aber vom Flow her ist es schon mal nicht schlecht. Jetzt zieh ich mal rein, mach mal an bitte. Jetzt wollen wir hoffen. Beten wir. Lieber Boxergott, lieber Abgasanlagengott, schenke uns einen guten... Dieser Schlag, der ist ja ganz geil, den kann man jetzt schön provozieren. Warum macht er das so krass? Das ist so eine Rückkupplung, die er dann da hat. Ne? Abgase kommen von hinten, Abgase verweilen noch ein bisschen und dumm, dumm, dann arbeiten die da drin. Voll geil. Komm jetzt schon raus, die Entwurf. Jo. Geil, 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 geil. Das ist geil. So. Schwarzglanz, sagt ihr, ne? Ja. Lass doch einmal bitte die Lippe vorne dran halten. Aber wenn wir Schwarzglanz, wir können auch Schwarzglanz polieren, die Mitte. An der Kante. Soll ich die ganzen Sachen mal mit Heißkleber dran machen? Mach die ganzen Sachen einmal mit Heißkleber dran. Ja, ehrlich, oder? Ja, wir machen ja, okay. Mal. Guck mal. Fahrwerk montieren, genau, Auspuffanlage, das ist toll. Das Auto fährt toll, das ist ein Spielzeug für Männer. Das ist ein Spielzeug für Erwachsene, wo die sagen, Lego ist irgendwie doof und Lego muss man auch nicht im Straßenverkehrsamt anmelden. Das muss man im Straßenverkehrsamt anmelden, aber ist nah dran. Also ist wirklich toll. Oder was fühlst du denn mehr? Du bist irgendwie nicht so überzeugt. Mein Problem ist einfach, wir haben wirklich schöne Schwarz-Glanz-Elemente, Außenspiegel um die Rückleuchten rum. Genau. Verstehe ich? Fühle ich. Wir haben diese Plastikfarbe, die finde ich schön.
Die würde ich auch gerne treffen, aber die werden wir nicht treffen. Ja. So, wenn wir jetzt hier mit Glanz rangehen, wird das nicht funktionieren. Mhm. No way. Dann müssten wir den Schwarzglanz auch machen. Also müsste man ihn nämlich auch Schwarzglanz machen. So. Yep. Aber dann denke ich mir, dann kann man auch alles in einem schönen Schwarz-Matt lackieren. Ich weiß auch nicht, warum ich es geil finde. Und das auch. Das ist dann halt Geschmackssache. Achtung, dann hast du jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Mhm. Dann müssen wir die Frontschutzstange abnehmen, müssen die Dinger rausnehmen, den Heckdiffusor rausnehmen und werden das ganze Zeug schwarz-glanz lackieren. Wir beide fahren, hören uns den Zaun mal an und dann geht's weiter mit dem Lackieren. Kahn, wie findest du? Schön tief, ja. Aber auch ein geiles Auto, ne? Nicht zum alten. Du bist immer so der Deutschland-Golfboy. Ich bin, genau, wenn ich aus Asien stamme, bin ich ja Deutsche. Kommst du aus Asien? Nein. Aber was mit gelochten Scheiben? Was ist, wenn du einfach mal die Fresse hältst? Okay. Ist eigentlich dein Auto schon. Nein. Was eigentlich mit gelochten Scheiben? Ich frag für einen Freund. Okay. Das funktioniert doch gut. Aber sie sehen schön aus. Ist es nicht, das ist kein Videospiel, das ist nicht Forza, das ist nicht Need for Speed hier, wo du einfach so durchklickst. So kommt mir das wirklich vor. Gelochte Bremsscheiben, oh, das gibt's auch noch. Klick, 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 klick. So. Ah, wir müssen noch ein Driftrennen fahren, haben wir die Kohle. Okay, wir hören uns mal den Sound an, bis gleich. Dieses leichte blecherne Geräusch ist weg. Also davor war wirklich echt tote Hose. Auch im Vergleich zum Fahrspaß war tote Hose. Ja. Und du hast halt eher nur den Motor quasi quälend, so wie eine Kettensäge. Der hat hochgedreht. Ja, ja, ja. Nee, gut. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Erwachsener. Ja. Schöner Sound. Guck mal, die Sonne, wir haben Sonne. Das gibt's doch nicht. Upsi. Ich glaube, dass Querfahren für mich etwas döver geworden ist. Aufgrund von der Schulter auch. Ja? Ja, Mann, das ist echt kacke. Das wird schon wieder. Ja, ja, also ich gehe jetzt in die Kältekammer. Vielleicht heute Abend und auf jeden Fall morgen früh. Wir werden nämlich jetzt hier einmal im Kreis querfahren. Boah, Schlag. Und dann können wir den Sound einmal hören. Mehr Sound auf jeden Fall. Ja? Ja. Ja, wirklich? Ja, ohne Scheiß. Weil innen hörst du nicht so viel. Von außen ist auf jeden Fall mehr Sound. Wie war der Drift mit dem Fahrwerk jetzt? Hä? War der Drift mit dem Fahrwerk besser? Einfacher. Gleichmäßiger. Okay. Liebe zum Auto verdoppelt. Komm, Endro. Ich glaube, die haben mich schön eingestellt. Man kann jetzt genau das Miltex so lesen. Und für die, die das auch wollen, die können das sogar direkt bei Toyota kriegen. Okay. Also, wir springen jetzt eben ein bisschen. Wir bauen die Karis auseinander. Heckdiffusor ab, Frontschutzstange ab, Kurflügel ab, alles ab. Weil das soll ja alles in Schwarzglanz sein. Ne, Peter, bitte, alles, was der Prinz will, bis gleich. Wir sind etwas spät dran, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn die Sachen sind vom Lackierer zurück. Und der Heckdiffusor ist drauf. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Ich sehe kommen, dass der GR86 ein richtiges Luxusmobil wird. Weil der Unterschied, wenn Sachen schwarz-glanz lackiert sind und es kein Plastik mehr so ist, in Verbindung mit, ne? Das ist ja Originalglanz, mit dem Heckspoiler und so. Das Auto wird nachher da stehen wie ein junger Gott. Dann haben wir die Bremssättel jetzt auch schon schwarz. Ach, crazy. Mhm. Ne, die waren ja vorher so silber, normal, ja, metallmäßig so, ne? Also wie halt so normales Guss ist. Und jetzt haben wir nämlich auch hier das Teil in Glanz. Das war ja vorher so matt, ja, auch so normal kunststoffmäßig. Ne?
Macht schon was her. Ja, klar, das ist eine ganz andere Nummer. Jetzt aber die Frage, der Engin kann nämlich leider gerade nicht, ob wir das hier schwarz glanzfolieren selber. Weil da ist keiner, der das gerade machen kann. Du folierst? Nicht? Es kommt auf dem Fahrzeug eine Folie drauf. Ich weiß aber nicht, ob ich das unten schwarz folieren würde, bin ich ehrlich. Ehrlich? Finde ich gut. Weißt du warum? Weil dann ist halt die Frage, ob du halt hier mit der Kante bist, ne? Von dem Ding jetzt hier oder hier nach hinten durchfolieren. Du wirst ja, nee, man muss von durchfolieren. Das werde ich nicht hinkriegen. Da muss auch der Grill raus. Weil dann hast du die Optik wie bei einem 350-Set, die Front. Na, stimmt. Ja, das war vorher auch Plastik. Das macht einen Unterschied, ey. Schon, ne? Guck mal die Frontlippe innen an. Zum Beispiel diese Teile. Warum machen die das von Haus aus nicht schon schwarz? Kosten. Das ist echt so brutal. Unterschied? Also es gibt natürlich schöne Fertigungstechniken, wie man so einen Kunststoff in dass es aus dem Werkzeug so glänzend rauskommt. Aber es hat nie diesen Glanz wie ein lackiertes Teil mit einem 2K oder mit nochmal separat Klarlack drüber gezogen. Mhm. Das wird nicht sein. Aber wenn die jetzt zum Beispiel in dem Aufwand machen würden, wie wir es jetzt gemacht haben, also mit Schleifen und Glattziehen und Primer und allem, das wird nicht funktionieren. Der Grill schießt halt jetzt ins Gesicht. Ne? Das ist immer das Gleiche. Du fängst mit einer Sache an. Bei dem Grill fand ich eigentlich vorher geil. Und jetzt halt den Grill so, ist immer noch okay, aber es ist schon ein Unterschied. Und in Amerika, die Front von so einem GR86 komplett ohne Kennzeichen. Anderes Auto. Aber es ist fast jedes Auto. In ist Amerika. Auch, ist auch wirklich so. Ah, ich wollte was gucken wegen Ansaugung. Die Ansaugung ist hier, wir haben das Problem, wir haben hier den Luftmassenmesser, der hier oben drin sitzt. Aber mir fällt gerade etwas ein, von der Öffnung und vom Style werden wir jetzt mal eben rübergehen zum Subaru-Projekt und mopsen uns mal eben was. Mopsen das gleiche Teil. Schon gut. Warum? Weil das von eingebaut ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das dieselbe Öffnung ist wie drüben. Ist die sieht aber original aus, wir können den da rausnehmen. Ah, da haben wir auch einen. Auch Kreuz? Ja. Wir nehmen den mal raus. Kreuz. Nee, das wird nicht funktionieren, vom Flow her nicht. Weil entweder kannst du ihn so montieren, aber er guckt halt hier. Siehst du das? Nee, weil also hier ist der Film. Und wenn du ihn in das Loch jetzt so reinschrauben musst. Ja, aber er muss ja trotzdem hier Luft durchführen, ne? Glaube ich. Die Luft muss Flussrichtung ist so rum. Genau. Und wenn du so rum machst, hat er da keine Löchchen. Das wird nicht gehen. Kannst nur so machen. Schade, Schokolade. Ja, ist ja nicht schlimm. Vielleicht den Kasten nicht zersägen. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen können, dass wir so ein bisschen Sound rauskriegen und vielleicht auf dem Prüfstand ein bisschen rumexperimentieren, ob da wirklich Leistung rauskommt, weil sonst können wir tuningmäßig echt nicht viel machen, ne? Und ich will auch nicht mit der Ansaugung zu doll rumexperimentieren, weil bei solchen Motoren, wenn die dann zu doll abmagern und wir machen diese Driftaktion die ganze Zeit, dann fährt das Auto ja immer im oberen Drehzahlbereich nonstop. Und da ist Abmagern, ich meine, Abmagern ist nie gut, aber dann ist es besonders nicht gut. Wir bauen weiter zusammen. Ansaugung fände ich schon ganz cool. Es gibt eine, aber die sind also teuer, die Sachen. Echt? Ja, richtig teuer. Und dann ist das Frage, ob du dann nicht auch ein Mapping dazu brauchst. Aber was heißt denn teuer? Ansaugung habe ich gesehen, so im Raum von 650. Ui. Bis 1,5-2000. Hm. Das Auto ist ein GR86. Leute, wenn ich mir jetzt nur vorstelle, jetzt so, ich bin Kunde, habe das Auto, was der Fall ist, eine Firma bringt jetzt ein Turbo-Kit raus mit TÜV. Früher hätte ich gesagt, komm, wir bauen ein Turbo-Kit. Ey, ich habe gesehen, es gibt ein freiprogrammierbares Steuergerät von der und der Firma, komm, wir bauen das. Das ist vorbei. So, ne? Also das ist nicht, weil wir irgendwie doof sind, nur jetzt hier für ein Turbo-Kit mit TÜV oder einen, der das einträgt, die Kacke hilft dir nicht mehr. Aber ein Turbo-Kit dafür fühle ich aber mal ganz, ganz empfindlich gut. Und dann auch nur so auf 300 PS. Und der ist 235 PS. Lass ihn 310 PS haben, 320. Der wäre ich, und dann halt 100 Newtonmeter, 130 Newtonmeter mehr. Fein. Ganz anderes Auto. Das wäre echt krass für das Auto. Wir gucken mal, ob jemand sowas anbietet. Toyota baut GR86 Turbo, aber man kann ihn noch nicht kaufen. 9.9.2022. Wären wir neu. Das wären wir aber auch neu. MPS. Halt für den GT86, 400 bis 500 PS haben die. MPS, GT400, Turbo-Kit inklusive Einbau und TÜV-Eintragung. 8.799, das ist gut. Und das ist der GT, ich rufe ihn einfach mal an und frage ihn mal, ob die sowas machen würden. Ja, guten Tag. Du
Du, wir sind gerade hier fleißig am Drehen an dem GR86, ne? Ja. Und du hast ja sehr viele Turbo-Kits verkauft für den GT86, ne? Ja. Kannst du dir vorstellen, dass ihr auch ein Turbo-Kit macht für den GR86? Mit TÜV und so? Ja. Nee, glaube ich nicht, weil viel zu wenige Autos. Mhm. Und viel zu teuer. 30.000 für ein Gutachten investieren, plus die ganze Entwicklung. 30.000 kostet sich das Gutachten ungefähr, ne? Ja, ja, ja. Darf ich fragen, also wie die Kamera läuft, darf ich fragen, wie viele GT du ungefähr umgebaut hast, GT86? GT86 habe ich 80 Stück umgebaut. 80? Ja. Wir haben gestern die 81 eingebaut. Das ist echt gut. Ja, ja. Aber es gibt halt viel mehr GT86 als GR, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl der Motor im GR86 echt geil ist und würde ich auch gerne machen. Sauger-Tuning wird was kommen mit TÜV. Heißt Software oder was? Software, Krümmer, Frontpipe in Verbindung mit einem Auspuff. Das werdet ihr machen? Ja, bringt schon so 20, 25 PS und Drehmoment. Und dann hast du 2,55 nachher oder so. Ich glaube schon, dass das gut ist. Das ist jetzt auch nicht wirklich weltmeisterlich, ne? Ja, weiß ich. Oder Kompressor, eventuell kommt ein Kompressor, weil es abgastechnisch einfacher ist. Weil der Abgasstrang quasi der identische ist, ne? Richtig, weil wir den Serie, in Anführungszeichen Serie lassen können, weil ja der Cut so nah wie möglich am Motor sein muss, am Auslass, ja, 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 den heiß genug kriegen, ne? Ja, ja. Okay, dann will ich dich gar nicht weiter stören. Danke sehr. Ja, bitte, tschüss. Ciao. Das ist das Ding, ne? Die Kosten für jeden. Mhm. Und für uns das einmal so zu bauen, natürlich komplett gaga. Du könntest es richtig gut bauen, ne? Also die meisten setzen den Turbolader hier hin. Hier vorne siehst du, siehst du die Lambda-Sonde hier unten? Das, meinst du das hier unten? Ja, genau. Ja. Das da. Genau. Ja. Genau. So, dass man dann zum Beispiel die beiden Bänke zusammenkommen lässt, hier hoch geht und der Turbolader hier vorne sitzt, wäre eine Option. Cool wäre natürlich für die Show, dass die Abgase hier hochkommen. Du eine andere Domstrebe machst, habe ich auch viel Kabelbaum gedönst und so. Und der sitzt hier, der Turbolader, ne? Ja. So richtig cool. Dass man den sieht. Genau. Auch vorne wird es dann auch super gut sehen, aber es wäre halt eine sehr untypische Position. Und dann von hier weggehen zum Ladeluftkühler und dann wieder zurück Richtung Drosselklappe. Weil die kannst du jetzt nicht wirklich umlegen. Bei diesen Kompressor-Kits würdest du jetzt die Ansaugbrücke demontieren und dann wäre halt ein Kompressorlader halt direkt hier vorne mittig. Mhm. Das habe ich mal beim GT86 gesehen. Wo dann die Drosselklappe meistens sogar direkt draufgeschraubt wird. Und halt von der Charakteristik eine andere, eine besser passendere Charakteristik auch eigentlich zu einem GT oder GR86. Ne? Es spricht halt etwas gleichmäßiger an. Mhm. Wenn du jetzt hier richtig Turbo-Power reinmachst, weil bei 2,4 Liter kann man schon amtlichen Lader drauf machen. Ne? Weil, guck mal, was für Lader du auf so einem GTI bekommst mit 2 Liter, 0,4 Liter mehr Hubraum, da kommt schon eine ganze Menge Bums damit durch den Kessel durch. Ja, aber das ist so. Der Block muss halt nur zusammenbleiben. Ne? Ja. Aber was wir hier auch sehen ist, wie die Jungs schon arbeiten, wirklich viel in den Resonanzraum. Luftmassenmesser, Luftfilter, ne? Also hier zwischen, ja, da siehst du es, das Gummiding hier, ist der Luftfilter. Ja. So. Hier zieht der Luft durch, das hier ist alles Resonanzraum, das ist angeschlossen an den Luftfilterkasten. Ach. Und da unter der Leitung, siehst du das hier, diesen Pickel, das Geschwür hier ist auch einfach nur eine Kammer an dem Bohr. Nach Luftmassenmesser. Um halt irgendwie, glaube ich, diese Luftsäule für ihn so und klangmäßig so cool zu machen, dass es irgendwie nur geht, dass dieses Auto sich gut anhört und einen Drehmomentverlauf hat. Mhm. Das ist das ganze Zeug hier dran. Deswegen sind auch oftmals Luftfilter-Kits soundmäßig zwar geil, aber das ist ja alles nicht mehr da. Das heißt, ich glaube, dass das und das wirklich Drehmoment schafft im unteren Drehzahlbereich, im mittleren Drehzahlbereich. Also nur das, was hier dran ist? Ja, da gehe ich schon von. Also wir können es ja mal testen. Wir könnten auf den Prüfstand gehen und es testen. Sollen wir das machen? Weil warum nicht? Also, wir könnten einmal so messen, müssten dann einen Stopfen dafür haben und das einmal zumachen und dann nochmal messen und gucken, was wir an Unterschied spüren. Das wäre zum Beispiel eine Option. Wir haben ja auch einen schulischen Auftrag. Ja, ist ja auch hier ein, jetzt fehlt mir das Wort, weil die Party zu lang war. Wir haben einen wissenschaftlichen Auftrag, den wir jetzt gerade in diesem Video für uns entdeckt haben. Ja. So, erstmal Bodykit dran, bis gleich. Schein ist noch nicht drin. Aber Front I like.
Heckseite auch. Also es gibt bei dem Auto für mich keinen Winkel, der wirklich schlecht aussieht. Nee, jetzt so. Ne? Wo ich sag so, oh, ich sag's immer noch, dafür werde ich gehatet. R35 GTR von vorne, Facelift ja, aber die ersten? Mhm. 100% TÜV. Macht ja schon irgendwie ein bisschen. Ohne Räder, so ein originale Räder. Ne? Das Auto sieht jetzt schon echt, das sieht echt gut aus. Sollen wir einmal so ein Ding dranhalten? Was sagst du? Können wir es ja auch wieder abmachen. Hier bleibt mal stehen. Hat beides was. Beides was, ne? Ja. So sieht das schneller aus. Ja. Aber was ich halt finde mit dem Teil, ja, macht es halt mehr Sinn wegen dem Frontansatz. Weißt du? Weil ja, ja, den wie soll, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, den dann da. Der wird ja auch noch reifentechnisch fetter. Komm, wir machen die dran. Wir machen die noch dran und dann springen wir auf den Prüfstand, ja, und werden mal experimentieren, was diese einzelnen Luftkästen vorne wirklich bringen. Bis gleich. Ich würde sagen, wir fangen so an. Ich habe jetzt ist alles weg. Der kleine Pinöckel ist weg, der Luftfilter ist weg, der Luftfilterkasten ist weg und auch dieser Resonanzraum hier ist auch weg. Und alles ist vorbereitet, dass wir von da so den Stopfen dazu machen können. Ne? Wir können jeden einzelnen Schritt durchgehen und gucken mal, ob uns Toyota hier Leistung verschweigt oder sogar Sound. Ab auf den Prüfstand. Wir haben gerade etwas sehr, sehr Faszinierendes gesehen. Der Manni macht eben schnell fest, und zwar, wenn der Wagen vorne keinen Luftfilterkasten dran hat, also wenn das weg ist, ich werde dir einfach zeigen, was passieren wird. Ja, also ne, so, du machst jetzt so, okay. Ja. Also Luftmassenmesser ist da, das Gehäuse ist da, er strömt den normal an, aber er hat den Widerstand nicht. Er geht aus. Das ist krass. Und das ist schon wirklich krass, dass es ihm zu viel Luftmasse ist. Oder? Das würde auch bedeuten, nämlich, Manni, wenn du jetzt irgendwelche wilden Luftfilteraktionen da vorne machst oder so eine offene Ansaugung, dass er das absolut nicht cool finden wird. Also wenn du ihn auf Drehzahl hältst, bleibt der auch an. Aber es ist halt einfach nicht wirklich cool. Nee, weil was jedes Auto ist wirklich normalerweise das einfach so hinnimmt. Aber er sagt einfach, ich bin modern ab heute. Ich bin kein cooler Toyota mehr wie früher, sondern ab jetzt bin ich wirklich ein modernes Auto und gehe einfach aus. Ne? Ja, so viel Luft brauche ich nicht. Genau. Also, Manni macht einen Test. Wir werden als ersten Test messen. Und ich bin gerade schon drüber gefahren. Ich kann euch eine Sache sagen. Eigentlich ist es ein Must-Have, weil der Sound ist. Also, ich werde den Sound jetzt mal zeigen. Im Stand, das ist asozial besorgt. Echt geil, ne? So krass, weil wir wenig Autos fahren, wo die Distanz zwischen hier und der Drosselklappe so nah ist. Weil was wir ja hören, ist ja, hier ist der Drossel, ja, ne, und hier ist ja dann direkt Ventil. Was du da hörst, wenn die Drossel auf ist und du dementsprechend auch noch Sprit hinzufügst, du hörst halt pur Verbrennung. Ne? Also das ist halt richtig was los. Echt krass. Und die Messung wird gleich, das wird sie in sich haben. Also das wird sich krass anhören. Und dann werden wir haben ihn ja noch nicht gemessen mit Serienleistung und werden gucken, bauen wir mit der Leistung dann zurück oder vielleicht generieren wir sogar Leistung und nehmen wir zurück auf Serie bauen. Also wir machen es heute mal andersrum. Und warum machen wir es? Einmal, weil wir es können und zweitens, weil es einfach cool ist. Sound ist ultra heftig, aber ich habe jetzt gerade mit dem Auge so ein bisschen drauf geglotzt. Das kann ich mir. Scheiße! Meinst du? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. 235. Hä?
Wir haben 247 PS gemessen. Was? 247,97 PS und 264 Newtonmeter. Du siehst, er hat zu kämpfen, weil das Diagramm ist nicht wirklich schön. Ne? Also er zappelt von rechts nach links und rauf und runter. Ne? Manni und ich werden jetzt nur den Kasten mal reinsetzen und gucken mal, was passiert. Aber 247 PS für ein Auto, das eigentlich 235 PS haben soll, mit 250 Newtonmeter, ist ein Sprung. Diese Wellen sind identisch noch da wie vorher. Ja. Dass ich das so sagen kann, bedeutet, dass die Leistung noch fast identisch ist. Denn wir haben 244,48 PS gemessen. Also minimal weniger Leistung mit dem Kasten. Und Drehmoment ist 264 PS ohne und 260 Newtonmeter. Und 260 Newtonmeter mit dem Kasten. Also wir bewegen uns sehr, sehr, sehr identisch. Aber diese Wellen sind auch noch da. Vielleicht sind diese Wellen gleich wirklich weg. Aufgrund dieser Resonanzdinger. Krass. Aber soundtechnisch brutalster Unterschied. Geisteskrank. Boah. Okay, also der Resonanzkörper ist drauf. Mhm. Aber wir haben 3 PS verloren. Was? Aber Newtonmeter ist identisch. Also wir haben 260 vorher gehabt und haben 260 jetzt. Motor wird zwar wärmer, ich würde sagen, wir lassen ihn einmal ein bisschen abkühlen und machen mal den nächsten Resonanzkörper drauf, dieser kleinen Ball, der drunter war. Ja. Und so ist er dann. Weil er eine rote Partikelfilterwarnung jetzt macht. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil ihm das gerade einfach zu mager war. Ja. Weißt du, von den Aktionen, einen echten Leistungsmessungslauf mit einer offenen Ansaugung fand er einfach scheiße. Ne? Da haben wir eine Warnmeldung. Rote Partikelfilter. Ja, okay. Darum müssen wir uns kümmern. Und ich würde jetzt sagen, das Soundergebnis ist brutal. Brutal. Aber fahr das Auto eigentlich über komplett Serie oder einen Plattenfilter, könnte ich mir vorstellen, der da reinkommt. Der wird dir aber keinen richtigen Sound schenken. Also, Autopartikelfilter, siehe Bedienungsanleitung. Gut, dass wir das machen. Ey. Ich kenne genug Jungs, die rumexperimentieren an so Sachen. Und mal eine Runde fahren wollen ohne Filterkasten. Yeah. Das geht echt in die Hose. Okay, dann sage ich jetzt ganz einfach mal so aus zwischen Tür und Angel. Tschüss.